Jo Leute, Servus, wie versprochen, etwas später ein Reaktionsvideo auf Yale Collective Selbstexperiment Alkohol. Ich habe das Originalvideo erhalten, ich habe mein Equipment etwas später erhalten, weil mit dem Webcam-Mikrofon könnt ihr knicken, da könnt ihr es vergessen. Ja, ich habe recherchiert, soll ich das so machen, soll ich das so machen? Soll ich vom Boris das entgegennehmen und dann auf seine argumentieren? Und ich habe einen guten Kumpel gefragt und der Olli sagt, mach immer deinen eigenen Stil. Und verdammt, ich habe mich beim Rasieren geschnitten. Hoffentlich sieht man nicht, dass ich blute. Und auf jeden Fall, mach immer deinen eigenen Stil. Und kopiere nicht von anderen. Aber dieses Bild tue ich mit reinnehmen, weil ich reagiere im Endeffekt nicht auf das Originalvideo, aber auf sein, vor allem geht es um die Argumentation von Boris. Ups, und ich glaube, ich blute, okay. Aber wir wollen da nichts von der Argumentation wegnehmen, sondern wir wollen das ergänzen, okay? Weil, wie der Rebbe immer sagt, du hast recht, wer hat recht? Und ich bin ein bisschen noch moderner und ich sag, er hat gewisse Punkte gebracht und wir ergänzen sie einfach, um das nicht so in einer Seifenblase, in die wir alle leben, zu zeigen. Aber, ganz wichtig, ich muss das Video hier an der Stelle auch nochmal anmerken. Also ich muss vieles hier anmerken. Verdammt, ich habe mich gerade frisch rasiert. Ich muss einiges anmerken, dass ich generell unmöglich alle Sichtweisen von ganz Deutschland und weltweit sammeln kann, weil ich habe es versucht. Also ich habe mehrere Takes gehabt, dann war das Video 8 Stunden lang, dann war es 10 Stunden, dann war es 1000 Jahre lang, überspitzt gesagt. Und dann hat mir mein Kumpel gesagt, Alter, du schaffst tatsächlich alles mit einzunehmen, aber das schaut sich kein Mensch an. Okay? Und weil das unmöglich ist, weil das Wissen, alles aufzunehmen, die Tora, Tetana, was die Propheten sagen, was die Rabbiner sagen, was der Talmud sagt, was das Universum sagt, die Wissenschaft und so weiter, habe ich mal nur meine Perspektive abgespeckt. Von 100% seht ihr also nur 1% der Sichtweise, die aber wirklich so mittig wie möglich sein will, sein möchte. Und ihr seht eine Perspektive, die ihr so noch nie erlebt habt. Das heißt, es werden einige mich hassen. Ich hasse. Einige werden mich dafür lieben und einige werden sagen, der Typ ist verrückt. Wird alles stimmen, irgendwie, ein bisschen alles davon. Aber ja, echt, was du brauchst, genau, wir fangen gleich mal los. Was du brauchst, ist sehr wichtig, das ist sehr, sehr wichtig, das ist mir ein großes Anliegen. Weil Reaktionsvideos sind immer etwas in die Länge. Ich wollte es kürzer halten, ich kann es nicht, das ist leider nicht möglich. Das ist ein bisschen länger als von Boris. Wichtig ist, du brauchst unbedingt Plätzchen oder Cookies. Und du brauchst einen Tee. Mach dir irgendeinen Tee deiner Wahl, aber er soll warm sein, dann kuschelig sollst du dir das machen. Ja, frag dich nicht immer, dass ich mal manchmal nach links und rechts schaue. Ich wohne in einer Erdgeschosswohnung. Ich habe so ein kleines Studio mir aufgebaut. Und damit ich viel Licht brauche, sehen mich halt alle Nachbarn, wenn ich Videos mache. Die denken sowieso schon, der Typ ist verrückt. Aber ich so, jawohl. Und daher, wenn mein Nachbar kommt, der mich immer anklingelt, obwohl er einen Schlüssel hat, keine Ahnung warum. Wenn es eine Nachbarin will, würde ich es verstehen, aber auch egal. Und wenn er klingelt und dann irgendwelche Klopfen hört, was weiß ich, ignoriert es einfach. Okay, also ganz wichtig, großes Anliegen, trinken, irgendeinen Tee, eure Wahl oder Kaffee könnt ihr auch nehmen. Bitte keine kalten Getränke, kalte Getränke sind wissenschaftlich und psychologisch bewiesen. Ich muss den Scheiß leider lernen. Und das ist leider so, was die Psychologen sagen und die Forscher, ist nie gut für Video anschauen. Zum Entspannen, warmes Getränk bitte, eure Wahl, Cappuccino, Kaffee, whatever und Plätzchen, ganz, ganz wichtig,
was Süßes oder eben Mandarine, Obst, Gemüse könnt ihr auch nehmen. Aber das sind so die wichtigen Punkte. Okay. Nun fangen wir gleich an und schauen uns das Originalvideo an. Let's go. Gleich nach dem Intro. Boah, mir geht's schlecht. Ich glaube, heute fällt es mir nicht schwer, kein Alkohol zu trinken. Puh, gestern war Joint. Vorglühen, feiern gehen, After Hour. Hiernach mache ich 30 Tage nüchtern. Ihr wollt eigentlich heute anfangen? Ganz kurz, ich schaue mir das Video jetzt in Originalfassung komplett neu an. Also ich habe keine Ahnung, was uns auftritt. Ich habe mir vorher Boris Video zum Schnitt genommen und ich habe vorher das Thema so versucht auszuarbeiten, wie ein Professor mit 100 Seiten Referat. Aber das ist das erste Mal, wo ich das Original sehe. Aber jetzt schmeckt es mir so gut. Ich würde sagen, ich verschiebe den Start mal auf morgen. Okay. Also, sehr sympathisch. Ja, Kollektiv steht ja für ehrliche Videos. Man muss also die Psychologie von dem Funkkanal verstehen. Und dafür muss man sich nicht entschuldigen. Ich weiß, in meinem früheren Leben, beziehungsweise in meinen jüngeren, in meinem, wo ich jünger war, viel, viel jünger, da war ich auch so abgedriftet. Eigentlich noch viel schlimmer, aber das ist wiederum eine andere Geschichte. Schreibt es in die Kommentare, dann kann ich euch über mein Leben mal was erzählen. Auf jeden Fall, wenn du jung bist, also mit, glaub, wenn 30 sogar, 35 bist du immer noch jung meistens. Und ja. Ist lustig. Sollte es lustig sein, ich habe mir mit Alkoholvergiftung einige Sachen selbst verbockt. Ja, warum nicht? Man ist immer selbst verantwortlich für das, was man tut. Man kann nicht mit dem Finger wie Rocky Balboa. Es gibt eine Szene in Rocky Balboa, wo dem Sohn erklärt, dass er ihn liebt. Und dass er irgendwo vom Weg abgekommen ist, aber dass er die Schuld an anderen mit dem Finger zeigt. Er ist schuld, weil ich da nicht bin, oder der ist schuld. Und im Endeffekt ist es ein kompliziertes Thema mit der Sucht. Für viele, für mich nicht. Da nach der Tora ist sehr einfach ist, du brauchst nicht mehr den Finger auf andere zu zeigen. Du musst stark sein, einen starken Willen haben und anpacken. Und brauchst Hilfe, ganz klar. Ohne Hilfe geht es nicht. Aber aufrichtige Hilfe, es gibt sehr selten, und ein Ding machen einfach. Ne? Und ja. Um mich herum trinken alle weiter. Und ich merke, nicht trinken ist gar nicht so leicht. Alkohol gehört bei mir einfach dazu. Ich will aber auch verstehen, warum man sich bewusst dazu entscheidet, keinen Alkohol zu trinken. Unterm Strich hat Alkohol trinken mir halt mehr genommen, als es mir gegeben hat. Vermisst du das schon manchmal irgendwie? Nein. Alkohol als Lebenselixier, ist das nicht eigentlich ein bisschen sad? Okay, der Name ist cool. Also, Kalorien von der Groben, hoffentlich richtig ausgesprochen. Du zeigst jetzt die Hollywood-Version. Ich hätte das nicht gedacht, ich hätte das noch nie erlebt. Bei Frauen, die mit Schminke schlafen, ist lustig. Das ist ja. Okay, interessant. Ja, und adligen Namen. Wow. Interessant, weil es ist unterschiedlich zwischen Reich und Arm und Mittelstand. Also Sichtweisen. Ne? Jeder hat eine gewisse Sichtweise und da, wo die sind. Ich durfte bei denen ein Jahr mit denen arbeiten. Es war sehr interessant, sag ich mal. Aber machen wir weiter. Kein schönes Gefühl, mich so zu zeigen. Aber so oder so ähnlich bin ich schon oft aufgewacht. Ich habe mit 15 angefangen zu trinken und im Grunde nie damit aufgehört. Okay, wie ein Baby. Ah, Karin schaut wie ein Baby aus. Ah, so Backenknochen würde er, so Knuffi, du Babylein. Ah, ich mag Leute, die wie Babys ausschauen. So.
Schau hier, ich bin ein Baby. Ja. Aber so richtig so knuffig, so unschuldig, so, ey, ich hab zwar keine Ahnung, aber ich mach das wieder mal, ne? Wie lange? Eine Woche? Die armen Alkoholiker. Ja, die armen Alkoholiker. Deswegen, weil es gibt tatsächlich, ups, mein neuer Stuhl, muss ich mir ein bisschen dran gewöhnen, es gibt tatsächlich viele, die selbst schuld sind. Leider. Das weiß ich leider von meinem Onkel. Und es gibt welche, die wirklich unschuldig sind und dann in Depressionen fallen und nicht die Stärke haben, halt rauszukommen und auch gar keine Hilfe kriegen. Und einfach so tief abdriften, dass da einfach meistens es so zu spät ist. Meistens landen die auf der Straße, meistens machen die dann irgendwann, weil sie nicht mehr können, Suizid. Weil wir haben ja eine wunderbare Gesellschaft, die ohne Glauben ist. Und ich habe ja noch schlimmer, ich habe noch die Gabe, dass ich immer diese Stimmen höre, ne? Diese Satan, ne? Weil die meisten Menschen so ungefähr von der Aura sind. Und ich habe, mein Kumpel wollte es mir nicht glauben, ich habe das tausendmal bewiesen. Ich habe so vielen anderen bewiesen und es war erschreckend. Ne? Also ich habe zum Beispiel einen Tasche tragen helfen wollen, einer älteren Dame, und die so, bitte töten Sie mich nicht. Also ich habe schon krasse Sachen erlebt. Aber hey, und das ist halt so. Ne? Also einige jetzt Punkte habe ich erwähnt. Ich kann nicht alles euch Gedanken erwähnen, auch sonst würde das Video 20 Stunden dauern. Und jeder muss ein bisschen selber nachdenken auch. Ne? Was ich sage, das dann füllen. Ja. Tiefer schauen in die Philosophie, ja, was ich meine. Eins vorweg. Ich weiß, dass 30 Tage nüchtern bleiben für viele Menschen keine Herausforderung ist. Für mich aber 30 schon. Tage. In diesem Film geht es nicht um Alkoholiker, sondern um Menschen wie mich, die gerne trinken, und um die Frage, bin ich wirklich frei von der Flasche? Mein Konsum sieht so aus. Ich trinke etwa viermal die Woche und auch mein Umfeld tickt ähnlich. Okay, ganz kurz. Das ist ganz gewöhnlich und nichts Besonderes dann, viermal die Woche zu trinken. Es ist sogar Standard. Es gehört Gesellschaft dazu mit der Zeit. Es hat sich etabliert. Eigentlich wollte ich die Sache jetzt nicht hier erwähnen, aber geschichtlich gesehen gibt es Alkohol seit zigtausend, überspitzt gesagt, Jahren. Seit es Rauschmittel eigentlich gibt. Das Rauschmittel war am Anfang nicht so fein und dann wurde das halt immer Zeit verfeinert. Da habe ich jetzt das Video komplett rausgeschnitten, die Beweise dafür, weil wir sind hier in einem Aktionsvideo. Wenn ihr ein Video sehen wollt, wie alles entstanden ist, was sehr interessant wäre, wo ich ein Referat darüber mache, richtig aufliste, von mir Jahren, Trillionen von Millionen Jahren. Ah, ich liebe es zu überspitzen. Dann schreibt es in die Kommentare, dann mache ich da ein Video. Das wird ein bisschen dauern, weil sehr viel ist. Aber Alkohol gibt es schon seit tausenden von Jahren, also vor über 2000 Jahren, 3000, 5000 Jahren. Also Römer haben schon Wein getrunken und alkoholische Getränke gehabt. Und vor den Römern gab es auch sowas ähnliches, Rauschmittel. Also der Mensch hat halt eben sich berauscht, um Spaß zu haben im Endeffekt. Also, Rauschmittel für die meisten sind da, weil die meisten können nicht so wie ich reingehen in eine Bar und sagen Servus! Meistens rufen sie dann die weißen Männer mit dem Kittel. Ne, weil das ist ja nicht normal. Ne? Wir sind da ein bisschen anders, wir Juden. Also ich spreche nur für mich als Jude und Pole, weil ich bin auch in Polen geboren. Und generell Pole und Juden sprechen gerne und viel. Weil wir ganz anders ticken und so, reden ist wichtig. Manchmal sagt man auch gar nichts, aber generell ist das normal, sich zu unterhalten. Es ist jetzt nichts Schlimmes. Also, das ist halt alles, was mit ein bisschen Mentalität verbunden, Glaube auch verbunden. Wir brauchen das nicht. Also, viele nicht. Also, einige nicht. Sagen wir mal so, ich brauche das nicht. Ne? Also, es gibt viele, die das brauchen, aber es gibt auch wenige, die keinen Alkohol brauchen, die gehen einfach in eine Bar und sagen, Servus. Ich weiß nicht, warum die Leute das brauchen. Ehrlich gesagt weiß ich schon, ich müsste jetzt tausend Gründe jetzt, aber für mich ergibt es einfach keinen Sinn. So meine ich das. Also für mich ergibt es keinen Sinn. Aber es ist da, es ist einfach da, das Ding, und es ist einfach normal. Ich war damals, wie ich gesagt habe, vorhin mit ein Jahr lang habe ich mit Reichen gearbeitet.
Ich habe Promotion gemacht, habe verschiedene Aufträge bekommen, bin da und da hingereist. Und soweit ich mich erinnere, haben die Leute jeden Tag haben wir gefeiert. Also wir haben Geld verdient und man hat dann jeden Tag gefeiert. Manche bis 5 Uhr in die Nachts. Also das heißt, man ging in die Arbeit, man hat Verkauf, abverkauft, dann ging man Party machen von, weiß ich, 22 Uhr bis 5 Uhr in der Früh. Dann ging man wieder auf die Arbeit und das nonstop. Ne? Also hardcore, so richtig. Ja. Ich habe da einmal mitgemacht bei einer normalen Party, also Bar und so oder halt gutem Essen. Und da oder zweimal und dann war das Geld alle so scheiße, die sind alle reich. Ne, für die ist ausgeben 100 Euro, 200 Euro am Tag, 600, 500 Euro, das ist nothing. Das ist für die so, was? Das sind sogar nicht 5 Cent. So, jetzt machen wir weiter. Ich habe ein paar von meinen Freunden erzählt, dass ich dieses Experiment mache und ein paar dieser Reaktionen kann ich ja mal zusammenfassen. Einen Freund von mir habe ich geschrieben, ich mache jetzt 30 Tage nüchtern. Hat er geschrieben, dann werden wir uns wohl 30 Tage nicht sehen. Hier ein anderer hat mir gar nicht mehr zurückgeschrieben, als ich gesagt habe, dass wir uns treffen können, ich aber nichts trinken werde. Oh, bitte verarsch mich nicht, ich will dich nicht 4 Wochen trocken. Das kannst du mir nicht antun. Ich finde es schon krass, weil natürlich ist das alles als Witz gemeint. Und trotzdem frage ich mich, wie viel Wahrheit am Ende da dran ist. Denn bei dem einen oder anderen bin ich mir echt nicht sicher, ob ich den in der Zeit sehen werde. Eigentlich will ich aber genau das probieren. Die nächsten 4 Wochen mein Leben möglichst so weiterführen wie sonst auch. Die gleichen Leute treffen, die gleichen Dinge tun, nur eben ohne Alkohol. Ich bin mit Freunden zum Essen verabredet. Erster Eindruck, alkoholfrei hat ein scheiß Image. Eine Happy Virgin will doch keiner bestellen. Genau, also ich muss wieder Stopp machen. Das Image ist gesellschaftlich geprägt worden. Das hat sich von hunderten von Jahren entwickelt. Es ist auch früher normal gewesen, dass man auch bei den Römern getrunken hat. Und dass man sich betrunken gemacht hat, war nichts Besonderes. Die Leute hatten auch aber mehr Zeit. Die Leute waren relaxer. Wenn ich meine Großmutter gefragt habe, wo sie noch gelebt hat, das war Standard, eine Wodkaflasche zu trinken. Einmal in der Woche oder sogar zweimal, dreimal, da warst du deswegen, die Leute waren mehr so Resistenz halt, die waren halt nicht besoffen oder so, die waren einfach Resistenz. Ne? Und ich weiß noch, mein Großvater, ich war noch ein Kind, dann kamen die ganzen alten Leute, die alten Säcke, sage ich immer, ne? Weil mein Großvater sagt, wir sind alte Säcke und dann haben die getrunken und dann mein Onkel, jawohl, und die waren nicht angetrunken und ich dachte mir, was geht denn da ab? Also Party gemacht und geredet oder Poker gespielt, Geld vom eigenen Verwandten abgezockt. Das war ein Erlebnis. Man ist ein kleines Kind zugeguckt und rumgegangen. Ne? Wer hat die besseren Karten? Es war ein Erlebnis. Es war einfach gesellschaftlich. Es gab wie in Amerika private Pokerpartys, wie in Polen auch und auch in vielen anderen, denke ich mal, Ländern. Ich kann euch nur von Polen berichten, ich kann euch berichten auch in Deutschland, so wie ich einiges erlebt habe. Und aber nicht so wie in Polen und weiß auf, ich bin zweimal, dreimal im Jahr noch nach Polen gefahren mit meinen Eltern, wo ich noch ein Kind war, oft besucht, oft länger dort geblieben und so. Und ja, das war ein Erlebnis einfach. Es war Standard. Da gab es sowas nicht wie, Alkohol, was, du hast schon 2 Biere getrunken, so, das gab's nicht. Mir hat keiner sich die Frage gestellt. Ja, komm, oh, hier, du Kleiner da, ne, Slavomir, ne, ist mein echter Name, Slavomir Andrzej, Slavomir Swabek, ne, komm, itch, Daimi, ne, ich kann mich noch erinnern an Onkel, so, ne, Wodka, so, Onkel, okay, hier bitte. Ich habe nicht gesagt, ah, das ist zu viel oder so. Also, oh, cool. Ne? Und er war nicht angetrunken. Er konnte, ne? Er hat dann Späße gemacht. Ne? Ich habe gesagt, Onkel, kannst du Anstand machen? Ne? So, ja, freilich, ne? Kannst du laufen? Ne? Dann konnte das alles. Ne? Das war einfach Resistenz. Waren auch starke Wille. Das war ganz anders. Und man hat nicht getrunken, von Schüchternheit zu normal, also von Schüchtern zu Normalen zu werden oder halt eben mehr reden zu können. Also einfach so Spaß getrunken, ohne sich dabei was zu denken. Die waren schon so, wir waren schon so redselig und locker drauf.
Nicht wieder, wie man sagt, der Deutsche hat Stock im Arsch, ne? Kann ja wieder nichts dafür, aber das ist wieder Geschichte. Wenn ihr darüber wissen wollt, warum das so ist, schreibt es in die Kommentare rein. Okay, ja, machen wir weiter. Nehme ich über Eier schon besser. Schmeckt auch. Der erste Abend fällt mir leicht. Aber schon am nächsten Abend das gleiche Spiel. Um mich herum trinken alle. Was trinkst du, Thomas? Was trinkst du, Lisa? Was trinkst du? Ich trinke hier. Ich fühle mich wohl, wenn die anderen trinken. Dann ist die Stimmung besser und ich dann ja auch was von. Ich bleibe bis 4 Uhr morgens in dem Laden, wären wir alle nüchtern, wäre das nicht passiert. Oh Mann! Am Tag 4 des Experiments holt mich quasi meine Vergangenheit ein. Als Studentin habe ich englische Junggesellenabschiede zum Barhopping über die Reeperbahn begleitet. Jetzt soll ich in Berlin nochmal einspringen. Eigentlich witzig, wenn ich mir überlege, dass ich mir sogar einen Nebenjob gesucht habe, bei dem ich mich völlig aus dem Leben schießen konnte. Für diesen Film ein spannender Einblick, diesen Job nochmal zu machen. Konferenz, ich krieg auch Geld dafür. 400 Euro? 140. Das ist ja immer so. Wirklich, für mich ist wirklich schlimmer, dass ich halt nichts trinken kann. Wirklich. Es geht los. Die Jungs sind schon in einer Kneipe. Ich treffe sie dort. Immerhin herzliche Begrüßung. Okay. Oh, ist das schön. Das erinnert mich an frühe Zeiten. Also ich war auch in englischen Bars. Die Engländer sind der Hammer. Greetings from, if you watch and if you are from England, I don't know, greetings, you are the greatest. Ja, also mein Englisch ist zwar nicht perfekt, also noch School-Englisch, aber ich hoffe, Sie verstehen es. Engländer sind der Hammer. Du kannst mit denen trinken und die laden dich ein und wenn ich, mir ist mein Geld ausgegangen, ich habe es ihnen auch direkt gesagt, ich bin sehr ehrlich. Ich habe mein Portemonnaie rausgetan hier. Ich habe nochmal und das war so cool und das sehen die an. Das fanden die so Respekt. Das war so Respekt. Also du bist Ehrenmann. Die zahlen ja alles. Und ich scheiße. Ich hätte das damals nicht gemacht. Ich bereue es. Ich bereue es, weil dann haben sie mir Essen spendiert. Dann haben sie mir Bier spendiert, Wodka wollten sie mir spendieren, alles mögliche, nur damit ich mittrinke und ich so, leg mich am Arsch, ey, ne? Und die haben mich sogar eingeladen, ey, du kannst jeden Tag vorbeikommen mit uns spielen, nicht? Und ich habe noch nicht perfekt Englisch, das ist cool Englisch, damals noch schlimmer wie heute und trotzdem richtig menschlich, ohne Ende, sagen, hey, hier, kein Problem, ne? Und ich so, ich habe nicht so viel Geld, ne? Ich kann nicht jeden Tag vorbeikommen. Kein Problem, deine Typ ist unser Chef, er zahlt ja alles. Ich so, oh Gott, nee. Ja, das kann man schon verlocken, aber ich bin standhaft geblieben und habe das dann Angebot danken abgelehnt. Ne? Weil, sind cool drauf, ne? Und die halten sehr viel aus. Erster Eindruck, zwar scheint keiner mehr zu merken, dass es hier nicht unbedingt gemütlich ist, aber solange das Glas voll ist, ist die Stimmung gut. Daran gearbeitet, die Gläser wieder zu leeren, wird ständig. Allgemein gibt es eigentlich kaum ein anderes Thema als das Saufi selbst. Oh Mann. Die armen Alkoholiker. Also wenn dann ein Alkoholiker das sieht, dann wird er natürlich sich erinnern und ein Alkoholiker wird nun deswegen sauer sein, weil er sich halt erinnert an also viele Alkoholiker sauer sind, die sowas sehen, sind nur sauer auf sich selbst. Ja? Weil die Selbstreflexion, die lernen wir in der Tora, in der Tanakh, durch die Propheten und Selbstreflexion haben die meisten Menschen halt einfach nicht. Ja? Weil das ist halt einfach schwierig. Das tut ja auch weh, ne? Wenn der Alkoholiker merkt, ich habe mit Alkoholikern damals geredet, kennengelernt auch, ne? Ich war ja auf den, hat dann mir eine oder andere dann erzählt, ne? Ich habe Leute, ich höre halt Leuten gerne zu. Ich rede zwar auch gerne, aber irgendwie dann habe ich mir gesagt, ey, da hörst du nur zu. Und dann hörst du den einen oder anderen. Und da habe ich Erfahrungen gesammelt.
Ich gemerkt, ja, der eine, ja, schau, Leben, scheiße, alles so scheiße. Meine Frau habe ich verloren, meine Kinder habe ich verloren. Und ja, und warum hast du sie verloren? Ja, ich habe zu viel getrunken. Ah. Selbstreflexion ist verdammt schwierig, glaubt mir. Ich weiß, wovon ich rede. Oh, wei, wei. Und das ist das Problem. Dann sieht er das, dann ist er wütend. Aber er ist er wütend auf sich selbst. Ja. Ich werde euch jetzt keine psychologische Beichte machen, welche Stufen es gibt, sondern Quatsch. Das ist alles Bullshit. Ich halte nichts davon. Ich habe zwar gelernt, aber es ist alles Bullshit. Ja. Ich sage mir einfach, die Selbstreflexion, die fehlt und die Schuld, ne, wie Rocky Balboa gesagt hat, du zeigst die Finger auf die anderen und sagst, der und der, ich bin schuld, also der ist schuld, weil ich da und da nicht so weit gekommen bin und so. Und das tun nur Schwächlinge. Und das bist du nicht, sage ich immer. Das bist du nicht. Jeder hat den Glauben, jeder hat die Möglichkeit, an sich zu arbeiten und es halt richtig zu machen. Und da halt eben gesagt, brauchen die Leute richtige Unterstützung. Was leider die Gesellschaft nicht macht. Leider. Und ja, bis jetzt fand ich, das finde ich jetzt nicht kritisch, das Video. Wie Boris das gesagt hat, es ist halt eben eine Sichtweise, eine, was mir sehr, sehr hier gefällt in dieser Dokumentation, es ist eine sehr nicht objektive, nicht subjektive, sondern eine sehr offene Sichtweise. Also eine sehr knallharte, offene Sichtweise, wo ich sage, das hätte man vorher ein bisschen so, da muss ich sagen, hätte man vorher einen Spoiler machen sollen, sein Warning sollen. Hey, hallo, lieber Alkoholiker, lieber Süchtige, hier kommt jetzt eine Sichtweise von unserer Kalorien, die ist komplett offen. Bitte fühlt euch nicht angegriffen, es ist nicht für euch gedacht, bitte schaut das Video nicht an, es ist ein Trigger-Video, don't do it, es kann richtig euch depressiv machen, dieses Video ist im Allgemeinen und es soll niemanden beleidigen, niemanden verletzen, ne? Wie Reich Ranitzky damals den Preis, das fand ich gar nicht angenommen hat, und gesagt hat, ich will hier niemanden verletzen, niemand wehtun, aber diese Leute, die haben nicht... Ich nehme diesen Preis nicht an. Ich werde diesen Preis nicht annehmen. Ne? Und da hat er ja selbst gesagt, vorher ein Spoiler, ich will euch nicht verletzen, ich will euch nicht kränken, aber ich nehme diesen Preis nicht an. Ne? Und so sollte man das besser machen. Aber ich denke mal, ja, kollektiv wird das beim nächsten Mal tun. Ihr solltet das echt tun. Glaubt mir. Wir leben in einer zu empfindlichen Gesellschaft. Mir macht das nichts aus. Ich habe tatsächlich durch Alkohol mir ja, so 3 Chancen verbockt. Aber da war ich selbst schuld und von daher, ja. Das heißt, die Jungs sind schon fast 12 Stunden am Glas. Nicht unüblich für so einen Junggesellenabschied. Oh Mann. Die wichtigste Rolle spielt in der Regel nicht der Bräutigam, sondern der Alkohol. Wie krass Alkohol einfach etabliert ist. Und ich meine, ich habe dafür auch voll Verständnis. Ich verstehe auch, wenn andere Leute sich so angucken und denken so, oh, das macht doch keinen Spaß, guck mal, die brüllen doch nur, das war alles voll lala. Aber das macht ja schon Spaß, wenn man lala ist. Ich muss sagen, ihr habt da schon ein Herz für. Aber zugegeben, ohne selbst Lala zu sein, ist es ein bisschen anstrengend. Der obligatorische Imbissbudenstopp dauert ewig, die Mitarbeiter sind genervt. Und ich stelle fest, Betrunkene sind ein bisschen wie Kinder. Die einfachsten Dinge scheinen plötzlich mega kompliziert. Ja, das ist so, weil die Nerven werden ja betäubt. Und Mediziner, weil ich habe einen Mediziner gekannt, habe ich genervt. Sehr oft genervt. Dann hat er mir Medizinbücher empfohlen, die ich gekauft habe, weil er sich die Sau auf mich war. Weil ich ihn immer durchlöchert habe mit Fragen. Und medizinisch gesehen, ich kenne die Fachbegriffe jetzt nicht, habe sie schon wieder vergessen, aber das ist normal. Dann werden gewisse Nerven betäubt, gewisse Nerven, also wenn wir betäubt, das ist jetzt falsch formuliert, würde jetzt Mediziner jetzt sagen, aber ich würde es verallgemeinern, die werden halt eben verändert. Durch Alkohol erhältst du halt mehr Promille. Und mehr Rausch. Und andere Sachen sind die halt wie Zeitlupe ungefähr. Also ich weiß, meine Erfahrung, wo ich betrunken war, früher schon über 20 Jahre her, da war das so, die Zeit war für mich langsamer, alles ging so vorbei, alles war egal. Ja.
ich fand immer alles lustig, ne, wenn jemand da jetzt vom, ich gesehen, oh, wer ist das, der springt jetzt vom Balkon, ey, servus, ne, viel Spaß beim Spiel. Ne, und der schaute mich an und so, ey, du willst mich verarschen, jetzt springe ich erst recht nicht, ne, und dann ist er wieder zurück. Ich habe da einfach total, ne, alles wurscht, ne. Aber jeder ist anders. Manche Leute sind da depressiv, manche Leute sind total gaga und ich habe Leute gesehen, die so machen. Oder da, wo ich war, auf diese Party war lustig, da war der eine so gelegen und hat Spucke, es kam raus. Nein, hatte keine epileptischen Anfälle, es kam einfach raus und hat immer rumgebrüllt, oh, die Welt ist so geil. Das ist so lustig. Ne? Und ja, so habe ich so viele lustige Sachen erlebt. Also ist halt die Auswirkungen. Sind halt anders. Ja. Aber auf jeden Fall sind sie fast so, wie könnte man sagen, wie wenn du ja, Drogen nimmst. Also Marihuana oder so in der Art. Jetzt fängt schon langsam an zu nerven, dass ich keinen Alkohol trinke. Also jetzt gerade war es gar nicht so Bock. Weiter geht's. Die Kindergärtnerin ruft zum Appell. I know you're having fun, but we're not gonna get in when you're like acting like piss drunk, so Aber wohin jetzt mit dieser Rasselbande? Die einzige Bar, die mir einfällt, die 18 betrunkene Briten reinlassen würde, hat aus irgendeinem Grund zu. Jetzt wird's schwierig. Ich weiß nicht genau, wohin mit den Jungs, und das finden die natürlich auch scheiße. Frag mich, wie ich sowas früher gelöst habe, als ich noch mitgetrunken habe. Vielleicht hat mich die Situation dann einfach weniger gestresst. Ich entscheide, die Jungs erstmal im Stripclub zu packen. Kleinkinder, ab an den Busen, dann sind alle happy. Wenn man das mit nüchternen Augen betrachtet. Oh Gott! Das ist so geil. Oh, ich mag die Frau. Das ist so politisch, so frei von Correctness. Das gefällt mir. Genau, das gefällt mir, politisch Unkorrektheit. Ja. Also wie mein Kumpel neulich macht einen Witz, er sagt, darf ich einen Judenwitz machen? So, ja bitte. Darf ich einen Polackenwitz machen? Ja, sag ich. Wieso bist du so dafür? Und dann damals noch bei der Arbeit bei Mnet, ja bei Mnet war der Marek so, oh Gott, nein. Oh nein, bitte tu mir das nicht an. Der erste Polacke, der einfach total offen ist, ne? Und ja, die Witze, die waren nicht schlecht, ne? Also Clown-Witze und so gab's. Und was passiert, wenn ein Polacke im Klo runterspült? Oder was passiert, wenn man Juden vergisst im Auschwitz und so, ja? Jeder andere wird eine Anzeige machen, empfindlich und nicht so stark wie ich, aber ich ja, ne. Ich meine, hey, Erlaubnis gefragt, Erlaubnis erteilt. Also wenn jemand sozusagen, egal welche Hautfarbe oder ob es ein Indianer ist oder ein Negro ist, ne, ich sag, dass du die Erlaubnis erhältst, ist okay. Und wenn es nicht erhältst, ist auch eigentlich okay, weil es sind nur Worte. Worte, entweder du bist stark und Worte machen dir nichts aus oder halt eben nicht, ne? Wobei es ist ein Unterschied zwischen Worte wiederum und eine Waffe im Kopf gehalten zu bekommen und dann mit rassistischen Worten, ne? Aber wenn ihr mal über Rassismus was ihr haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare rein. So, ein bisschen zu viel jetzt. Hat so viel Trinken was Trauriges, finde ich. Also das finde ich wirklich krass. Ich weiß, dass mir das selber auch Spaß macht, aber wenn man da so drin steht, denkt man so, hier findet kein Gespräch mehr statt, hier wird irgendwie nur noch so überlebt. Okay. Ja, irgendwie ist es eine traurige und eine lustige Szene, weil sie hat ja dieses leichte Gemüt und sie schaut ja echt aus wie ein Baby einfach. Backenknuffen und so Babylein. Und ich habe Babys damals im Krankenhaus, weil ich die Krankenschwester
ja, aufziehen wollte, betreuen dürfen. Und ja, der Hammer einfach. Und die haben nach, ich habe 2-3 Stunden geschlafen und ich war fix und fertig. Und ja, so unbeschwerliche Menschen sind zum Knuffen, weil sie für mich wie Babys sind. Also ich sehe dann den Menschen nicht als Erwachsenen, sondern als ein Babykind. Ja. Leben gerade so hier raus und alle so. Aber ich finde das doch gar nicht, meine das gar nicht respektierlich. Also ich kenne das. Der Abend geht eigentlich schon weiter, aber mehr Erkenntnisse bringt er nicht. Irgendwann verabschiede ich mich. Mir fällt auf, dass ich noch nie so wenig mit der Gruppe, die ich begleitet habe, zu tun hatte. Dann sind wir mal ehrlich, im Grunde hatte ich mit denen nichts gemeinsam, außer der Liebe zum Alkohol. Trinken alle, findet man schneller eine Basis, wie hier auf meinem Heimweg an der Warschauer Straße. Fremde liegen sich im Arm. Jetzt ein Bier und ich würde mich dazustellen. Naja, dafür morgen kein Kater.